Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo. Ja. Dritte Runde Commander heute on Stream und irgendeines der Videos auf YouTube. ja, da kann ich halt die Reihenfolge nicht, ob die genauso kommen oder nicht. Weiterhin wird Commander gespielt, nicht Precons, wobei wir jetzt diesmal zwei Precons am Tisch haben, sehr interessant. Ich wollte mal was anderes spielen, ich habe die ganze Zeit jetzt... Ja, ach, alles gut, alles gut. Wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, dann holt euch doch Tickets bei Trader auf der Seite. Es gibt Magic Events, Yu-Gi-Oh! Events, Flesh and Blood Events, Lokana Events und One Piece Events mittlerweile. Genau, kauft euch ein Ticket, kommt vorbei, spielt mit. Ihr werdet sehen, wir werden sehr viel Spaß haben. Wir haben gerade schon bestimmt, wer anfangen darf, und haben schon Mulligans gemacht. Deswegen darf unser Startspieler sich jetzt mal vorstellen und sagen, wen er heute spielt. Ja, ich bin Tommy. Erste Mal jetzt hier auch im Stream und ich spiele ein Precon-Deck. Ungesleeved. Dieser Barbar. Emera, Soul of the Accord. Legendary creature. Whenever Emera, Soul of the Accord becomes tapped, create a 1/1 white soldier creature token with lifelink. Für 2 Mana. Am besten auf Deutsch, weil ich ja. Genau, achso, okay. Genau. Immer wenn mein Commander getappt wird, kreiere ich einen 1/1 Token mit Lifelink. Sehr gut. Ich bin Nadine, hallo zusammen. Ich spiele das Secret Lair Precon Angels, but. Angels, they are like us, but cooler with wings, glaube ich. Oder so. Okay. Genau. Der Name war so lang. Ich habe als Commanderin die Gisela. Die ist 4-3, ist ein Angel Horror. Die fliegt. Erstschlag, Lebensverknüpfung und zu Beginn meines Endsteps, wenn ich sowohl Gisela als auch Bruna habe, dann melden die, also werden die zusammengefügt. Jo, ich bin Elias, ich bin auch das erste Mal überhaupt hier. Ich spiele ein selbstgebautes Deck mit Atreus, das ist ein Gott und Zerstörer. Solange seine Hingabe zu Weiß und Schwarz weniger als 7 beträgt, ist er keine Kreatur, solange ist er eine Verzauberung. Und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, die ich besitze, bringe sie auf die Hand zurück, falls ein Gegner deiner Wahl keine 3 Lebenspunkte bezahlt. Ich bin Nils. Ich spiele Ellas Ilkor, die sadistische Pilgerin. Die hat Todesberührung und immer wenn eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriege ich einen Lebenspunkt. Und immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Und dann habe ich noch einen Companion, den Lurus. Dass ich einen Companion spielen darf, sind alle meine Permanents im Deck converted Mana Cost 2 oder weniger. Dann hat er Lifelink und wenn er im Spiel ist, darf ich einmal pro Zug ein Permanent außer meinem Friedhof wirken, was 2 oder weniger kostet. Okay. Gut, aber dafür muss ich ihn erstmal ins Spiel bringen und die Hand nehmen und so. Dann würde ich sagen, auch ein gutes Spiel. Ja, ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Und ich fange an. Genau, los geht's. Ja. Sehr gut. Ja, Standardzug. Ich spiele einen Mana und spiele direkt Jaspera Sentil 1/2/11 mit Reichweite und tap die Kreatur. Ne, zum Tappen, tap an untapped creature you control at 1 Mana of any color. Also. Du musst 2 Kreaturen quasi tappen, ja. Letztendlich. Okay. Okay. Also muss ich die Effekte jetzt die ganze Zeit auf Deutsch machen oder direkt übersetzen? Okay. Ganz gut. Ja, mache ich, ja. On the fly. Ja, genau. Also ließen die erst durch quasi, ja, und übersetzen und dann ganz, ja, schnell. Genau. Ja. On the fly ist meistens schwierig, dass man da so... Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ja, das zu viele Gedanken kreuz und quer. Dann spiele ich eine Ebene und gebe ab. Ich spiele ein Björkamor. Wenn der ins Spiel kommt, schicke alle Karten aus einem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Aber das geht ja sowieso nicht. Dann gibt's ab. Ja. Gut, dann starte ich mit einem Sumpf und tappe ihn und spiele dafür den Hafenkoch. Für ein generisches, ein schwarzes, opfere ich ein Artefakt oder eine Kreatur und darf eine Karte ziehen. Bitteschön. Mhm. Okay.
Ja, ich spiele ein weißes Mana. Werde auch sofort meine Commanderin wirken für 2 Mana. Immer wenn Emrah getappt wird, kreiere ich einen 1-1 weißen Soldier Creature Token mit Lebensverknüpfung. Und genau, den tappe ich jetzt. Tappen untappt. Heißt, den muss ich tappen auch und kann meinen Token kreieren. Und dann wäre mein Zug auch beendet. Du hast sie getappt, hast ein Mana erzeugt, was genau, quasi das floaten ist, genau. Aber weil sie getappt wird, kriegst du einen Token. Aber darf der schon tappen mit einem Selbst? Wird ja von einer anderen, Fähigkeit getappt, tappt sie nicht selber. Okay. Summon and Sickness bedeutet, die Kreatur darf sie nicht selber tappen. Du darfst auch mit einer Kreatur, die Summon Sickness hast, zum Beispiel ein Fahrzeug bemannen. Mhm. Okay. Dann gibst du ab? Ja. Dann spiele ich erstmal eine Ebene. Ich habe ein bisschen Respekt. Also das war das günstigste Deck, das es gab, glaube ich, so Precon-mäßig. Ja. Für 2. Von diesen Starter. Aber ja, genau. Spiele ich eine Verzauberung. Immer wenn ich Leben dazu bekomme, kann ich 2 generische Mana bezahlen. Wenn ich das tue, bekomme ich eine Karte. Also kann ich eine Karte ziehen. Für 3 generische und ein weißes erzeuge ich einen 1-1er weißen Soldaten mit Lifelink. Dann bist du. Jo. Ich mache meine Würfel kurz raus. Dann spiele ich einen Sumpf. Tappe es und bringe einen Shadowborn Apostel ins Spiel. Ich kann so viele von denen haben, wie ich möchte in meinem Deck. Und wenn ich einen Schwarz bezahle und 6 von denen hier opfer, kann ich einen Dämon aus meiner Bibliothek ins Spiel bringen. Hm. Ja. Kommt auch direkt ein 2er raus. Aha. Ja, gebe ich weiter. Dann würde er einen verborgenen Innenhof spielen. Der würde getappt reinkommen, außer ich kontrolliere 2 oder weniger Länder. Von Vinien habe ich nur ein Land draußen gehabt, deswegen kommt er untappt. Und dann für 2 kommt mal mein Commander ins Spiel. Und bitte. Mhm. Okay. Okay, dann nehme ich einen Mana raus. Jetzt muss ich kurz rechnen. Okay. Zwei weg, 3, das passt nicht. Ja, okay. Also für 3 Mana, beziehungsweise Entschuldigung, für 4 Mana, ich tappe die wieder durch die Kreatur. Ich erzeuge wieder einen Soldaten, bringe ich eine Verzauberung raus. Immer wenn eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spielfeld kommt, bekommt sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja, dann habe ich einen Soldaten, der gerne angreifen möchte. Und du hast ja keinen zum Blocken, wie ich das sehe, oder? Ja. Das ist richtig. Kriegst du einen Schaden. Yes! Erster Lebenspunkt verloren. Und ich bekomme einen dazu. Ja. Na, da bildet sich schon eine leichte Feindschaft. Das ist aus der letzten Runde, glaube ich. Nein, das war ein gutes Team. Und du hast dich an Absprachen gehalten, das war auch gut. Ja, ja. Das stimmt. Engel gegen Elfen, wenn ich hier, das ist eine gute Schlacht. Der eine Schadenspunkt, der macht jetzt nicht so viel. Ich spiele für 2 die Swiftfoot Boots, das ist ein Artefakt-Ausrüstung und die ausgerüstete Kreatur bekommt Hexproof und Haste. Bitte. Ich habe zumindest was gespielt. Zerstöre ein Artefakt. Dann spiele ich eine Ebene und bringe auch direkt meinen Commander raus. Ist aber jetzt erstmal eine Verzauberung. Mhm. Was macht nochmal eine Verzauberung? Verzauberung, immer wenn eine andere Kreatur stirbt, die du besitzt, bringe sie auf deine Hand zurück, falls ein Gegner deiner Wahl nicht 3 Lebenspunkte bezahlt. Also wenn die jetzt sterben würde, könnte ich jemanden auswählen, der entscheidet dann, okay. Mhm. Nicht schlecht. Ja, dann gib. Gib. Ja.
float mal das Mana. Ich spiele dann die Orzhov Basilika als Land for Turn. Die kommt getappt rein, erzeugt ein weißes und ein schwarzes gleichzeitig. Und wenn die ins Spiel kommt, muss ich ein Land auf die Hand nehmen. Ich nehme den verborgenen Innenhof wieder auf die Hand. Mit den noch Floating Mana spiele ich dann noch einen Corpse Knight. Immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Ich habe einen Trigger auf meinen Commander und kriege ein Leben. Live gehen kann ich auch. Ja. Bitte. Alles klar. So, dann lege ich noch ein Land und spiele erstmal für 2 Mana eine Kreatur. 2-1 Jade-Magier für 3, ein neutrales und ein grünes Mana kann ich einen 1-1 grünen Saproling Spielstein kreieren. Mhm. Das kann ich auch sofort auslösen, oder? Das war ja so, das ja. Das ist ja nicht zum Tappen. Genau, ja. Das heißt, wenn du das Mana hast, kannst du das machen. Heißt, dann werde ich natürlich die wieder tappen. Die kommt getappt ins Spiel. Ich erzeuge wieder einen Soldaten, bekomme ein grünes Mana und damit löse ich dann noch die Fähigkeit aus und es kommt noch ein Saproling ins Spiel. So. Der du baust dann eine ganz schöne HP auf. Der letzte Soldat und Saproling haben +1/+1 bis zum Ende des Zuges, ne? Ja, die beiden, nee, alle Kreaturen haben, immer wenn eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spielfeld kommt, haben alle Kreaturen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Dann ist das natürlich gar nicht so. Genau, das ist dann jetzt aber, die haben Einsatzversorgung, dich habe ich gerade angegriffen. Ich habe irgendwie Respekt vor dir. Daher, komm, du kriegst die beiden +1/+1. 2-2. Ja. Aber löst das nicht zweimal aus, weil du ja 2 bekommen hast? Oh, ach du Scheiße, du hast recht, whenever a creature. Das heißt, dann, das sind 3-3er mit Lifelink. Ja, 3-3er. Ach du Scheiße, ja, hast recht. Aber es kamen 3 Kreaturen. 1, 2, 3 Kreaturen. Das bedeutet +3/+3, dann würde ich vielleicht den Angriff nochmal anders lenken, wenn ich so eine dahin und eine zu dir. Genau. Das sind also 4-4er mit Lebensverknüpfung. Block? Ja, aber der ist, genau. 1-2. Ja. Ich nehme. Du nimmst? Schaden. Also erstmal 4 Damage an dich. Kein Damage an mich und 8 Leben für dich. Ich bin verrückt hier. Ich habe mich nie beschwert. Die hat eine Kreatur unter meiner Kontrolle. Ja. Jeder Gegner verliert einen Lebenspunkt. Ja, das nehme ich in Kauf. Ja, bei 49 kann man sich das mal gönnen, ne? Ja. Dann war das mein Zug. War da die Verzauberung schon im Spiel? Ja, die habe ich letzte Runde gewirkt. Ach, hast du die gewirkt, nachdem du mich angegriffen hast oder bevor du mich angegriffen hast? Du hast die noch ohne bekommen. Noch ohne, okay. Ja. Das ist richtig. Weil der Chat hatte danach gefragt. Ach so. Hm. Ja. Gibst du dann ab? Ja, ich gebe ab. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade. Wer war das da? Ich möchte weiterspielen. Nee, das ist so richtig, wie es lief. Hoffe ich zumindest. So, 4. Ja. Wahrscheinlich haben die zugucken, in besser. In unserem Alternative Universe ist das jetzt so richtig. Ja. Okay. Ich werde jetzt darauf achten. Ah, 4. Tada! Oh, ich kann aber nicht ausrüsten, also hat ihr kein Haste. Ist sie dann drin? Ah, okay. 4-3 fliegend, First Strike, Lifelink. Alles, ja, gut. Ja, du bist. Aber trampelt nicht. Das ist okay. Kommt noch ein Sumpf ins Spiel. Auch hat niemand was Fliegendes, außer dir. Und ich spiele den Gratwanderer. Kleriker-Zauber, die du spielst, kosten beim Ausspielen ein weißes und ein schwarzes weniger. Ja, also heißt das, dass zum Beispiel die Apostel jetzt kostenlos wären. Mhm. Dann hast du jetzt 50 Stück noch drin. Ja, ja, in der Bibliothek, aber nicht auf der Hand. Ach du Scheiße, okay, ja, verrückt. Dann wäre der hier auch eine Kreatur. Okay,
Jo. Da sind nicht schwarz und weiß oder nur eins? Ja, schwarz und weiß und ich habe 8 Hingabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also laut. Aber da steht schwarz und weiß. Du hast aber nur Hingabe anders. Zu schwarz und nicht zu weiß. Oder musst du jetzt. Verstehe ich gerade falsch. Wir lassen das so, oder? Die Hingabe zu weiß und schwarz zusammengerechnet. Also okay. Dann passt alles. Vielen Dank für die Info, dann aber wir lassen das so. Genau. Zeno. Oder möchtest du noch? Ich gebe ab, ja. Hat da nicht aufgepasst, das war mein Fehler. Fertig. Erstmal spielen wir den verborgenen Innenhof. Ich habe immer noch weniger als zwei Länder. Damit können wir wieder umgetappt rein. Dann würde ich mal für ein weißes Mana die Klasse der Kleriker spielen. Immer wenn ich Leben dazu bekomme, bekomme ich so viel Leben dazu plus 1. Mhm. Auf Stufe 2 wäre immer, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und Stufe 3 ist, wenn diese Klasse auf Stufe 3... Wenn diese Klasse Stufe 3 erreicht, bringe eine Kartonkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe ihrer Widerstandskraft. Das ist aber stark. Muss ich mir aufholen. Ja. Stufe 1. Für 2 Mana kommt mal Gollum ins Spiel. Ui. Wenn Gollum das Spiel verlässt, führt mich der Ring in Versuchung und ich kann ein schwarzes bezahlen, eine Kreatur opfern und bringe Gollum aus dem Friedhof auf meine Hand zurück und darf das nur aber nur in Hexereigeschwindigkeit machen. Dann Trigger auf meinen Commander, ich kriege ein Leben, dank der Klasse kriege ich 2 Leben. Ja, Trigger auf meinen Korpsenart, die Kreatur ist reingekommen, jeder Gegner verliert ein Leben. Das ist schon zu gefährlich. Ja. Bitte. Ja, vielen Dank. So. Also ich kenne das Deck nicht auswendig, daher muss ich manchmal lesen. Ja. Aber das ist auch vollkommen okay. Die Karte kenne ich. Ja. Ja, dann selbes Spielchen. Erstmal tappe ich die hier durch ihn. Es kommt wieder ein Token. Heißt alle plus 1 plus 1. Dann werde ich natürlich wieder ein Saproling-Token noch kreieren, haben wir plus 2 plus 2. Das darf ich diesmal nicht vergessen. Und das kann ich ja nochmal machen, oder? Das darf ich ja so oft auslösen. Wie so oft wie du willst, dann, ja, du das mal dann werde ich noch die beiden tappen. Da habe ich nochmal. Kommt nochmal ein Saproling-Token. Willst du einen Würfel drauf legen? Ja, ich habe meinen eigenen. Danke, danke. So, dann habe ich. Insgesamt 1, 2, 3. Ich lasse die außerhalb, das ist die Anzahl an Kreaturen. Also die oben liegt, ist die Anzahl an Kreaturen. Heißt aber 2 sind getappt und einer nicht. Einer nicht, genau, richtig. Und der nicht getappt ist, hat keinen Haste. Ich kann ja mal so machen. Genau. Der hat. Der darf angreifen. Genau. Okay. Der gar nicht, der hat eine Verzögerung, richtig. Ja. Ja. Dann habe ich 3 Kreaturen rausgebracht, alle plus 3 plus 3. Die hat auch Einsatzverzögerung. Ja, ich muss angreifen. Das ist ja viel Leben. Du musst nicht. Ich möchte angreifen. 2 greifen dich an. Mhm. Und ich habe plus 4, plus 4. Ich sehe es gerade nicht, wie stark die sind. 2, 2, 1, 2, 2, 3. Das spiegelt so. Das ist ja ein 4-4er. Ja. Also 2. Ja. Ach, mach ich ganz fair. Nee, du warst ein 4-3er, oder? Ich habe einen 4-3er Erstschlag. Nee, dann lass ich dich da hin. Genau, bitte 2 auf dich, 1 auf dich. Einen block ich mit 5-4 und zerstöre. Ach, ich habe einen. Haha, scheiße. Ja, gar nicht gehabt, ja. Den anderen lasse ich durch. Dann, also 4 Damage schon mal? Ja. Dann würde ich noch eine Fähigkeit auslösen. 1, 2, 3. Ich darf hier tappen. Wir sind noch nicht. Nein, sorry. Entschuldigung, alles gut. Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ich darf nicht machen. 4 Leben schon mal. Ja. Ja. Ich blocke mit Gollum. Mhm. Also du kriegst nur 4 Leben von mir. Gollum verlässt das Spiel. Der Ring temptet mich. Ja.
ich habe meinen Ring verloren. Das ist doof. Ich hätte mal noch einen. Haben wir da. Da sind die Abrisse, da müsste sicher ein Ring bei sein. Die obere Hälfte brauche ich mit dem Ring drauf. Ja. Dann wird mein Commander zum Ringträger. Mhm. Das heißt, jetzt ist der Ringträger ist legendär und kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Mhm. Aber bei mir ist jetzt gerade keiner gestorben, oder? Und hier ist einer dann tot. Mhm. Ja, ich habe nichts dagegen. Schade, hätte ich ein bisschen aufpassen sollen. Hast du meine Lebenspunkte erhöht? Ich hätte ja, habe ich gemacht. Du bist auf 55. Ja, ist okay. Ich muss hier Puffer aufbauen. Dann bist du dran. Achso, Moment. Eine Kreatur ist gestorben. Jeder verliert noch ein Leben. Hm. Das wird den Trigger nicht vergessen. Der ist in grün. Ach, du bist grün, ja. Mhm. Dann ziehe ich eine Karte. Sache live gehen kann ich auch. Ich spiele eine Ebene. Ja, ist jetzt gerade gut rausgekommen. Aber und dann spiele ich für 5 Shattered Angel. 3/3 Flieger. Und immer wenn ein Gegner ein Land spielt, bekomme ich 3 Leben. Dann würde ich dich, Tommy, doch mal angreifen. 4 in der Luft. Ich habe dich verschont. Ja, du bist ja die ganze Zeit. Ja, ich kann nichts machen. Aber du hast 55 Leben. Ja, und? Lifelink, ne? Ach ja, Lifelink. Stimmt. Gehst du wieder auf 40. Und nee. Ich habe geguckt, aber ich muss 2 bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Also das kann ich gerade nicht. Der Kollege, der passt besser auf als ich. Ja. Das stimmt. Dann ich die Leben nehme ich immer gerne. Vielen Dank, Zeno. Danke, dass du so gut aufpasst. Ja. Das ist overwhelming gerade. Dann würde ich abgeben. Sieht schlecht aus. Für uns oder? Ach, für mich. Er hat ein Land gespielt. Ist das ein Land? Ja, da. Ja. Turm des Ritters. Ich krieg 3 Leben, bitte. Ich habe keine maximale Handkartenzahl, aber bringt mir eher wenig. Krieg ich mir auch zu viel wieder. Ja. Auf wie viel bin ich? 43. Okay. Also 29, 43, 54, 43. Okay. Ja, ich gebe schon wieder ab. Ich spiele erstmal eine Ebene. Ich bekomme 3 Leben, bitte. Und dann muss man was mit diesen ganzen Token da unternehmen, habe ich gehört. Ey! Nicht cool. Dann würde ich mal Kaya's Raft spielen. Destroy all creatures, you gain life equal to the number of creatures you control that were destroyed this way. Also alle Kreaturen sind tot. Zerstört? Nein, Gott nicht, der ist ja unzerstörbar. 1, 2, 3, 4. Nee, ich krieg nur Leben für meine. Also ach so. 2 Leben. Okay, alles und klar. Ihr verliert ja noch ein Leben, weil mein Commander sieht, wie er stirbt. Okay. Dann frage ich dich mal, möchtest du 3 Lebenspunkte bezahlen? Er ist zu dem Zeitpunkt keine Verzauberung, ne? Er ist nicht. Doch, der hat aber trotzdem den Effekt. Achso. Warte, ich muss mir eben 2 geben. Für jede einzelne Kreatur. Ja. Ach, nimm ihn mal ruhig auf deine Hand. Okay. Alle? Ja. Okay. Das mache ich gerne. Counter, genau. Wie ist auch. Möchtest du einen Würfel? Also, ich kriege natürlich noch ein Leben mehr wegen meiner Klasse. Und dann. Bitte. Jetzt muss ich wieder von neu anfangen hier. Mann. Das war der wichtige Plan. Ja. Wärst du so nett, wenn man immer schön ein Bild hat, einen Commander hier hinzulegen? Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. So, dann kommt die Encounter drauf. Ach, der ist unzerstörbar. Ja. Hm. Aber wie ist halt wieder zur Kreatur? Also, ich spiele noch einen Mana. Ach Mann. Was? Leben kriegen beieinander spielen fand ich irgendwie cool. Ja. Ich spiele jetzt
für drei Mana erstmal eine Kreatur, Eternal Witness. Wenn diese Karte das Spielfeld betritt, darf ich eine Karte von meiner Graveyard auf meine Hand nehmen. Genau, ich nehme den auf die Hand. Dann spiele ich. Die hat ja plus 2. Ja. Nicht cool. Ja. Dann spiele ich aber mein schon mal den hier. Genau. Dann habe ich den wieder draußen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Dann gibst du ab. Ja. Dann ziehe ich eine Karte. Nein, es tut mir nicht leid. Das ist schade. Ja. Der Ring ist ja nicht angelegt, du hast ja keine Kreatur da draußen. Ne? Genau. Okay. Aber ist halt auf Stufe 1, wenn er mir das nächste Mal tempted, dann. Ja. Blöde Frage, weiß jemand was von euch, was Soulbound ist? Ihr müsst euch das nicht drauf erklären? Nö. Du bestimmst eine andere Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, und wenn die andere Kreatur stirbt, sterben halt beide. Ach so, so ein Seelenband quasi. Ja, genau. Ja, okay. Aber wenn keine draußen ist, dann ist das ja nicht. Da hast du keine Tage für das Soulbound. Also da auch gerne eine Korrektur, wenn da jetzt jemand gerade aus dem Kopf das besser weiß. Das müsste so sein. Wir gucken ja gerade zu, sieht man das? Leider. Ui, doch so viele. Also die rote Zahl ist es, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ist ein Kreaturengel, 5-5, fliegend. Und zu Beginn meines Endsteps wähle ich eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof eines Gegners. Und dieser Gegner wählt eine Kreatur aus meinem Friedhof und beide Kreaturen kommen wieder ins Spiel. Unter deiner Kontrolle oder? Nein, jeweils, genau. Okay, gut. Dann gehst du in deine Second Main und gehst in deine Endstep. Das ist richtig. Nils. Was hast du denn da so? Ich habe einen Corpse Knight, ich habe einen Gollum, ich habe einen Hafenkoch. Nimm den Hafenkoch. Okay. Gut, für die gibt es noch ein Target. Ja. Hättest auch mich auswählen können. Hätte ich. Ja. Aber kann ich ja nächste Runde vielleicht machen. Ja. Ja. Dann bist du. Jo. Da steht dann Choose. Ja, Choose a Creature Card. Okay, also kannst du auch einfach sagen, keine, weil wenn du zum Beispiel nichts an den Friedhof hast, hast du ja keinen Mehrwert. Aber ich wollte ja eigentlich nur die... Ja, das war schon... hier ist Soulbound jetzt erklärt. Ich weiß nicht, ob du das gerade so richtig gesagt hattest. You may pair this creature with another unpaired creature. They remain paired for long as you control both of them. Ah, gut, okay. Aber was bedeutet dann, dass sie gebunden sind? Das steht auf der Karte. Ach so, ja da. Wenn die gepaart sind, steht die Folge auf der Karte. Okay, sie paaren sich. Hast du ein Land gespielt? Ja. Dann kriege ich drei Leben. Dann spiele ich für 3 Mana den Gratwanderer wieder. Dann sind meine Kleriker-Zauber um weiß und ein schwarzes weniger. Und dann kommen meine Apostel wieder raus. Noch kann ich ja nichts damit machen. Achso, danke. Ja, doch, der Engel ist ja auch getötet. Hast du die jetzt gepaart? Gepaart? Nee, das hat keinen Zauber. Achso, okay, das war gerade das erste andere. Ja. Das war eine andere Karte. Ja, weil es wäre ja Quatsch, das zu verschwenden. Ja. Dann bist du dran. Jo. Ähm.
Dann würde ich einmal die phyrexianische Missionarin mit ihren Bonuskosten spielen. Die hat Lifelink und wenn ihre Bonuskosten bezahlt wurden, darf ich eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf meine Hand zurückbringen. Hm. Ich nehme mal den Korpsneid. Dann würde ich noch einen gottlosen Schrein ungetappt spielen. Dafür muss ich 2 Leben bezahlen. Ich krieg 3 Leben. Und dann würde ich für das Mana noch den Korpsnall wieder ins Spiel bringen. Und dann bitteschön. Na gut. Jetzt fällt wieder voll. So. Wir dürfen ihn auch nicht unterschätzen. Ja. Ich bin doch schon auf 28. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut, dann spiele ich jetzt erst ein Land. Erst ein Land, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich tappe alle meine Länder. Oh Gott, was kommt jetzt? Und noch die Kreatur. Und die Kreatur muss ich dafür tappen. Genau. Und dann kommt eine Kreatur ins Spiel. 7-7er Verdant Force. Zu Beginn jedes Upkeeps kriege ich einen 1-1 grünen Saproling-Token. Genau. 7-7. Einer kam ins Spiel. Heißt, ich habe jetzt noch plus 1 plus 1 und dann gebe ich ab. Mhm. Ich kriege meinen Token. Plus 1 Upkeep. Und ich habe plus 1 plus 1 auf einen. Meines ja. Dann spiele ich ein Bondas Enklave. Das macht ein farbloses und für 3 und tappen darf ich eine Karte ziehen. Darf ich nur aktivieren, wenn ich eine Kreatur mit Power 4 oder größer habe. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich was zerstören habe, kriegst du die dann trotzdem auf die Hand? Es sei denn, ihr bezahlt, einer von euch bezahlt 3 Lebenspunkte. Okay. Das kann ich entscheiden. Ja. Ja, er bestimmt einen Spieler und der Spieler kann dann sagen, er zahlt 3 Lebenspunkte. Ich glaube, das ist durch den Commander. Genau, der Commander macht das. Ja, okay. Dann spiele ich für 2... 4, 6 Mana, den Seraphen. Der ist 4-4 fliegend, der hat Soulbound. Ich nehme die beiden. Und solange die gepaart sind, jede der Kreaturen hat, wenn die Kreatur stirbt, ich muss erst lesen, bevor ich übersetze. Ich kann die dann zurück aufs Spielfeld unter meiner Kontrolle zu Beginn meines nächsten Upkeeps bringen. Kannst du das nochmal zusammenhängend kurz sagen? Also das kommt im Prinzip wieder beim nächsten Mal. Okay. Die haben Seelenverbundenheit und wenn jemand von denen stirbt, kommt er am nächsten Upkeep zurück. Okay. So, dann habe ich ja noch ein farbloses. Dann zahle ich das farblose. Außer beide sterben auf einmal, oder? Dann kommen beide. Oh, beide. Zurück. Also die ganze Zeit jetzt. Okay, das ja. Und ich equippe die. Damit hat sie jetzt Hexproof und Haste. Also Eile. Und so. Also ich würde in der nächsten Runde 6 Leben schenken. Schenken? Jetzt hör doch auf, hier so zu falschen. Wozu ich schon mal erwähnt habe. Es wird halt passieren. Dann würde ich doch mit meinem fliegenden Fünfer dich angreifen und mit dem 4-4er würde ich dich angreifen. Hast du mich nicht letzte Runde schon angegriffen? Ja, und? Aber ich biete den. Okay. Ich habe auch, ja, okay. Gut, ich nehme den Schaden, ich kann nichts machen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu nehmen. Wie viel bekommt wer? 5-4.
bis auf 49 runter. Das ist bitter. Oh, das ist ja, sehr, sehr traurig. Du hast 54, also du hast schon aufgeholt. Ja. Und gleich hat sie 60. Dann würde ich abgeben. Du musst es ja nicht tun. Oder 63. Ja doch, ich bin jemand, der steht zu dem, was er gesagt hat. Sehr gut, ja. Also dann muss das schon tun, weil sonst, nee. Nee, nee, ist, dafür verstehe ich. Noch ein Apostel raus. Casual. Ja, der kann ich auch nicht ich machen. Bin gespannt, welche Kreatur du da holen willst. Also ich will eigentlich davon sehen. Ich auch Angst haben. Ja. Ja, entweder das oder es ist halt, mal dann gucken. Dann gibst du ab oder? Ja. Gibt es irgendwelche Demons, die sagen, du gewinnst das Spiel? Nee, leider nicht. Dieses kurze längere Überlegen. Ich glaube, es gibt so eins, wenn der Spieler Schaden macht, dann verliert der Gegner das Spiel. Irgendwie sowas gab's. Ja. Oder es war davor oder ausgerüstet? Ich weiß es nicht mehr. Ich spiele ein Bragmar. Ich würde 3 Leben bekommen. Genau. Dann würde ich seine Fähigkeit auch benutzen, würde den Tappen ein Leben bezahlen. Also meine Lester Prolinge, darf ich die noch machen? Die kam ja automatisch zum Abend. Bin ich cool mit. Ja, okay. Und würde mir jetzt eine Karte, die einen Standardland-Typ hat, raussuchen. Ich muss kurz gucken, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas habe, was nicht ein Basic ist. Ich glaube, das Einzige, was nicht Basic ist, liegt da nämlich schon der gottlose Schrein. Ich glaube, ich habe nur noch Basic zur Verfügung. Eigentlich hätte das dann Mana auch weglassen können, oder? So. Aber er brauchte das ja auch. Ja, und die drei, ja. Wenigstens sicher, was zu spielen. Ja, mit diesem genialen Fetchland fetch ich mir einen Sumpf. Ich habe kein anderes Tage mehr im Deck dafür. Also ich hätte doch, klar, logischerweise Ebene, aber... Ich würde gleich dann nochmal 3 Leben bekommen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich gesagt, ich schenke dir 6 Leben. Ach du Scheiße, 60 dann. Ja. Das sollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Nicht da oben. Ja. Wenn ich Mana offen hätte, könnte ich sogar dann immer eine Karte ziehen. Ach so, Pay 2? Ja. Ach du Scheiße. Möchte jemand abheben? Nein, danke. Nee. Okay. Du kriegst erstmal noch 3 Leben für den Sumpf, der reingekommen ist. 4 Auswahl in der Hand. Auch immer so amateurhaft einfach eine Linie die ganze Zeit. Ja. Ich würde mal bezahlen, den Harpen Koch opfern und eine Karte ziehen. Aha, hast du Alianas? Alianas? Pakt. Da habe ich drin, ja. Mhm. Ich aber erstmal 4 Dämonen. Hast du doch, oder? Sind das nicht Dämonen? Nee. Ach so. Das sind Menschen und Kleriker. Kleriker, okay. Ich könnte für meinen Commander wieder spielen, das möchte ich aber aktuell irgendwie nicht. So, also ich mache jetzt was für den Tisch. Ich gebe Leben und ich nehme die Möglichkeit, Leben zu nehmen. Ich würde einen tödlichen Disput auf deinen Engel spielen. Opfere ein Artefakt oder eine Kreatur zusätzlich Kosten, ich opfere sie. Ziehe. Entschuldigung, ich bin total dumm, du willst ein Engel. Ich habe mich mit der Karte vertan. Ich ziehe 2 Karten und kriege einen Schatzspielstand. Opfer musst du trotzdem, oder? Ich muss sie opfern, okay. Ja. Hm? Ich bin langsam durch heute. Aber ich ziehe nochmal 2. Ich habe auch meinen Endstep-Trigger vergessen, aber ist egal. Was war das denn? Dass jemand eine Karte nehmen. Nächstes Mal. Kannst du gerne bei mir machen. Ich will nachholen. Aber ich habe gerade nicht so einen Friedhof. Ja, das ist jetzt natürlich dann zu deinem Vorteil dann quasi. Zu meinem Nachteil. Deinem Vorteil, dass du es nicht auslösen möchtest. Achso, ja. Dann gebe ich. Ja, super.
Okay. Ich habe so wenige Karten auf Hand. Einen Moment, ich muss mal nochmal lesen. Kein Stress. Okay. Naja. Okay. Okay, erstmal kommt ein Land getappt ins Spiel. Ich kriege einen Lebenspunkt. Dann muss ich da 4 bezahlen. Habe ich. Und dann muss ich... Der Chat schreibt Saproling. Ah, Saproling, danke. Ja, sehr gut, sehr gut. Ach, jedem Upkeep. Ja, every Upkeep. Ah. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, nicht so viel. Ja. Ja, sorry. Genau. Aber einer hat jetzt Einsatzverzögerung. Ja. Mhm. Das ist ihm aber egal, weil sein Ding ist trotzdem das 8-8. Ach komm, die kann noch warten. So, ich bringe für 5 Mana nee, die kann nicht warten. Ich bringe die zurück. 1, 2, 3, 4 Mana. Bezahle ich die. Dann kommt die zurück. Lass den Würfel noch da liegen. Ah, dann gute, wissen wir, wie sehr gut, ja. Kann man natürlich wieder ins Dings. Ich tappe die. Ich kriege automatisch einen Soldier. Du hast jetzt 3 Kreaturen ins Spiel. Ich habe 3 Kreaturen ins Spiel gebracht, genau. Ich habe jetzt 4 Mana noch übrig. Die lasse ich auch. Ja, dann ich muss ja angreifen, welcher Blöde. Du musst nicht. Ja, ich möchte aber. So, du hast mich vorhin angegriffen, oder? Sie hat vorhin das Riesen-Live-Trottel. Ach so, ach du 63. Scheiße. Ach du Scheiße, ja, dann muss ich dich angreifen. Ich greife gerne mit dem, hat er irgendeinen Death Touch? Nee, oder? Mhm. Dann greife ich dich mit dem 7-7er. Ich bin noch nicht fertig. Das sind 10-10er. 10-10er. Und das, die haben alle auch plus, du hast einen 5er, die haben zu wenig da. Hm. Aber den kann ich eh nicht kaputt machen. Gut, dann greift, du willst immer das Kreaturen sterben, oder? Zwei greifen dich an und einer greift noch dort an. Also ich habe jetzt einen ungetappt und 3 getappte. 2 gegen auf dich, einer geht auf dich. Also kriege ich 8 Damage. Nein. 2 gegen auf sie, also ja. Und einer. Achso, einer. Ah, nee, hast recht, ich mache so 2-2. Also die beiden auf dich und die 2 auf dich. Du kriegst 8, ja. Und du kriegst dann, die haben dann ja plus 3. Also 4 plus 3 sind 10, 14. Du hast mehr als genug Leben, ja. Dann habe ich 3 Getappte und einen Ungetappten. Zieh mal die 14 ab. Ja. Bei wie viel Leben bin ich dann jetzt? Bei nur noch 49. Ah, das ist aber damit hat er wieder das höchste Live-Total mit 50. Nein, ich habe. Ach, also, ich krieg kein Leben dazu, die hatten nicht live. Ich weiß. Achso, okay. Du hast die ganze Zeit 50. Ach, hatte ich die ganze Zeit, okay. Ja, okay. Ja, dann war es das so von meiner Seite. Dann bin ich. Ja, ich habe ja ein Land gelegt, genau. Saproling. Saproling, ja. Ja, muss jetzt immer dran denken. I don't like the sounds. Vier im Spiel. Vier spiele ich eine Verzauberung. Und zwar, wenn die ins Spiel, also Court of Grace heißt es, wenn die ins Spiel kommt, werde ich der Monarch. Mhm. Ich muss gerade den Monarchen raussuchen. Hier. Brauchst du nicht. Der Monarch. Ja, trotzdem. Ja, ich weiß, was er sucht. zu Beginn meines Endsteps ziehe ich eine Karte. Und immer wenn eine Kreatur das ist ja witzig. Combat Damage mir zufügt, bekommt er den Monarchen. Ja, das war ja, das lohnt sich, ja. Ich muss kurz die Mütze aufsetzen. Die Krone. Richtig. Die passt mir so nicht.
Ist egal. Ne? Ich glaube, sie ein bisschen klein gemacht halt. Ja, weil da schon das. Dann nehme ich mal lieber das hier. Dann würde ich auch gleich angreifen. Was macht Achso, die macht außerdem zu Beginn meines Upkeeps erzeuge ich einen 1-1er weißen Spirit mit Flying. Und wenn ich der Monarch bin, dann bekomme ich einen 4-4er Engel Token. Kann man mal machen. Dann habe ich noch 3 Mana. Dann würde ich doch mal. Welcher von denen macht den Sarpoling? Für 1 würde ich dir den mal ins Exil schicken. Und du bekommst Leben. 8 kriege ich, ja. Weil das aktuell eine 8-8. Ja. Hey, du musst nicht mehr an den Trigger denken. Ja, schade. Scheiße. Und auch mit Exil. Die war so toll. Ja, weg damit. Ja, weg damit. Ja. dann würde ich in meinen Kampf gehen. Dein Dings mit Reichweite ist getappt, ne? Mhm. Dann würde ich den 3-3er Engel zu dir schicken. Wie viel Leben habt ihr so? 23, 35, 58. Okay, nein, ich mach das anders. kriegt den 5-5er Engel. Du kriegst den 3-3er Engel und du den 4-4er Engel. Also 5-4, 3 bei dir, ne? Mhm. Und ich hatte 4. Mhm. Und dann ist das ein May oder ein Must? Nein, da steht ja drauf, choose target creature. Das heißt, wenn du sagst, du wählst keine Kreatur, dann musst du das nicht tun. Das war die Karte, ne? Das heißt, ja. Du kannst sagen, okay, ich wähle keine Karte. Gut ist. Ich wähle keine Karte. Du darfst noch gerne was zurückbringen. Also wieder gut machen für die 4 Leben. Und dann habe ich noch einen Endstep-Trigger. Ich darf eine Karte ziehen. Und dann würde ich abgeben. Jo. Mhm. Hm? Ich habe geguckt, ob du alle getappt hast, also deine Leute. Ja. Ja. Ich bin ausgetappt. Das klingt so mal. Full swing. Nein, gar nicht. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Ein Blocker muss man immer zurückhalten. Das ist eigentlich wichtig, vor allem Fliegen. Für 5 Mana. Oh Gott, das deckt gut, was ich habe Angst. Ja, wird mein Mana getappt jetzt seit der zweiten Runde oder so. Ja. Für 5 Mana kommt Schwarzmarkt ins Spiel. Immer wenn eine Kreatur stirbt, lege eine Ladungsmarke auf den hier. Mhm. Zu Beginn deiner Hauptphase vor dem Kampf erzeugst du schwarzes Mana für jede Ladungsmarke auf dem Schwarzmarkt. Okay. Mana brauchst du ja jetzt erstmal gefühlt nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Mann, du hast mal eine schöne Karte kaputt gemacht. Ich würde gerne Sapoling haben. Ja, aber wenn die jedes Mal irgendwie 4, 5, 6, 4, bisher nur 5. Ja. Naja, nee. Dann greife ich dich für mit 2 noch an. Sehr gut. Muss auch Schaden verursachen. Dann ja. Wirst du der Monarch, kriegst glaub, die Krone. Ach, darum ging es nur. Natürlich. Ja. Na gut. Er möchte eine Karte ziehen. Mhm. Ja. Aber ich dringend nötig. Ich auch. Ich habe auch nur noch eine. So, ja, so. Dann ziehe ich auf die Karte. Also ein bisschen im Endstep. Ja. In deinem Endstep würde ich noch eben Ogamas Archivar reinflashen. Immer wenn ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, hältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Aha. Eigentlich würde man länger warten, dass man jemand das auch tut, aber eine Kreatur zusätzlich im Spiel zu haben, ist auch nicht verkehrt. Und dann 6. Hast du abgegeben, ne? Jo. Mhm. Möchtest du ein Land spielen? Ich möchte ja, ich kann nur nicht. Das ist das Problem hier. Aber ich würde 1 bezahlen, ihn opfern und Gollum wieder auf die Hand nehmen.
Dann würde ich 2 bezahlen und Gollum wieder ausspielen. Jeder Gegner verliert ein Leben. Euch beiden kratzt das nicht so. Dir tut es leid, aber es ist halt leider, da steht jeder drauf. Ich kann das nicht bestimmen. Schade. Sonst würde ich das eventuell umlegen. Dann würde ich für einen Mana eine Skullklempe ausspielen. Das ist ein Artefakt, kann ich ausrüsten für 1 an eine Kreatur. Die Kreatur kriegt +1/-1 und wenn die Kreatur stirbt, an die ausgerüstet ist, darf ich 2 Karten ziehen. Aber das hast du das gemerkt, oder? Du kannst nicht japanisch. Das ist Skullklempe, das kennt man. Okay. Achso, okay. Ja. Das sieht cool aus. Ja, das ist das aus dem Metal Gear Solid Secret Lair. Was ich mir von meinem Preis-Tix in Barcelona geholt habe. Ah. Ich würde 1 bezahlen, Skullclamp an Gollum ausrüsten. Gollum stirbt. Mhm. Ich ziehe. Ich kann übrigens 2 Marken drauflegen, weil ja 2 Kreaturen jetzt mittlerweile gestorben sind in deinem Zug, oder? Mhm. Ja, klar. Ja. Mach. Ich darf 2 Karten ziehen. Hast du nicht noch einen Trigger, dass wir alle ein Leben verlieren? Nein, das ist, wenn mein Commander im Spiel ist. Ach so. Der ist leider auch nicht wieder im Spiel. Aber dann würde ich... Ja, wie ist das am lustigsten? Ich würde mal... für 2 Mana einen Bitterblossom spielen. Immer zu Beginn meines Upkeeps muss ich ein Leben bezahlen und kriege eine 1-1 Black Fairy mit Fliegen. Ist das ein Enchantment? Ja. Okay. Und dann will ich noch ein Treasure Second für ein schwarzes Mana und ein Bloodchief Ascensions spielen. Zu Beginn des Endsteps, immer wenn ein Gegner 2 oder mehr Leben in diesem Zug verloren hat, lege ich da eine Quest, ist es Questmarke, Questcounter drauf. Und wenn auf ihm 3, was, ich vertue mich immer wieder damit. Wenn 3 oder mehr Marken drauflegen, verliert jeder Gegner immer, wenn eine Karte von irgendwoher auf den Friedhof gelegt wird, ein Leben, 2 Leben. 2. Ich habe noch vergessen, dass der Ring mich wieder temptet. Was macht er jetzt? Ab jetzt ist, wenn der Ringträger angreift, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Mhm. Und dann würde man meinen Corpse Knight bei Nadine vorbeischauen für 2. Ich ziehe eine Karte. Und werfe mal den Reliquienwächter hier ab. Das geschieht. Ja, 2 Damage. Und dann bin ich erstmal durch soweit. Okay. Also. Das sind jetzt 5. Ich ziehe meine Karte. Und es lief dich jetzt mal wieder. So. Blasphemie. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? 31. Hm. Naja. 5. 10 Mana. 10 Mana. 8. Du hast 3 Leben verloren insgesamt. Einmal durch den Korps, der bei Gollum zurückgekommen ist, und dann durch meinen Angriff. Das heißt, da ist eine Questmarke drauf. Mhm. Ich muss einmal kurz rechnen. Einfach einen Moment. 7, 1, 2. Okay, gut. Dann spiele ich zunächst. Ich glaube, das passt. Für 5 Mana. Für 5 Mana. Trostani, Discordant. Also andere Kreaturen, die ich kontrolliere, kriegen +1/+1. Und wenn sie ins Spiel kommt, kriege ich 2 weiße 1-1 Soldier Token mit Lifelink.
Die haben Einsatzverzögerung. Und zu Beginn meines Endsteps bekommt jeder Spieler wieder die Kontrolle über seine Kreaturen. Drei Kreaturenkarten im Spielfeld, heißt alle haben +3/+3. Dann habe ich noch 3 Mana übrig. Alle haben +3/+3. Und +1/+1. Und +1/+1/+4, das sind jetzt alles. Ich habe 6, also +5 kriegen die alle. +4, ja. Das sind dann 5 Fünfer. Ja, ich habe eh nichts zu tun. Ich hole mir noch einen Token. Also die kriegen eine +3. Und dann greife ich an. Alle, tut mir leid. Du wirst mit. Ich weiß nicht, was du machst, aber du wirst mir zu gefährlich. Dann das sind 6 Sechser, die 1-1. Du musst so gleich halt mit den Engeln alleine fertig werden. Viel Spaß mit dem Flieger. Greift also, ne? Ja. Okay. Es tut mir leid. Oh. Engel ist nächste Runde dran. Ja. Genau. Und ich kriege ich hab +1. Also, ich könnte jetzt den Arschloch-Move machen. Was denn? Ich könnte jetzt sagen, ich konzidiere, dann würdest du kein Leben bekommen. Ich krieg 6 Leben nur, also ich krieg ja nicht viel. Aber kannst du machen, ja. Okay. Also ja, aber ich könnte es halt machen, aber dann mache ich nicht. So ja. Was, alles klar. Sag ja, das ist ein Arschloch-Move. Es gibt Leute, dann die dann so zickig sind, dass dann. Oder spielst du noch was? Nein. Gib ab. Es reicht, ich habe genug Schaden. Tut mir leid. Och, alles gut. Genug Schaden verursacht. So, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Spiel eine Ebene und würde dann für 2, 3, 4, 5, 6 Mana spiele ich Austere Command oder so. Das ist eine Hexerei. Ich darf mir 2 auswählen. Ich kann entweder alle Artefakte zerstören, alle Verzauberungen, alle Kreaturen mit Converted Mana Cost 3 oder less, alle Kreaturen mit Converted Mana Cost 4 oder größer. Ich würde zum einen alle Verzauberungen zerstören. Ah, Mann, das war so eine... Achso, ich habe übrigens vergessen, bevor ich es zerstöre, Spirit mir zu machen. So. Und dann sind meine Verzauberungen ja auch weg. Aber diese Plus-Geschichte ja, ist weg. Verrückt, ja. Und dann würde ich... Die Ursachen wären erst sehr spät gekommen. doch sie angreifen sollen. Ich zerstöre ich alle Kreaturen mit Converted Mana Cost 3 oder weniger. Exilen? Oder Zerstören. Ja, das wäre dann bei mir da hier. Die hier, und die kommen schlecht. In die Kommandozone. Und das die gehen alle weg. Ah, schade. Muss ich wieder anfangen, hier von neu einen Token aufzubauen? Dann frage ich dich mal. Das geht dann bei mir. Bezahlen? Nein. Mit Hilfe? Nein. Aber für die mit diesen. Dafür? Ja. Ja. Dann 3 Lebenspunkte. 3 Lebenspunkte abziehen bei mir, bitte. Scheiße! Ärgerst du mich jetzt hier? Jetzt gehe ich in mein Combat. Wie viel Leben hat Tommy? 59. Dann würde ich dich eine Runde angreifen mit 9 in der Luft. Du hast gesehen, was ich gerade gemacht habe. Überleg es dir. Ich sehe, was du jetzt vom Hintergrund hast. Na gut, okay, kann ich nichts machen. 9 waren es, ne? Genau. Jo. Und... Ich hätte dich auch angreifen sollen. Du bist ja ein Monarch. Jetzt ist es zu spät. Hast du da eigentlich dein Spirit gemacht? Ja, aber der ist ja auch weg. Achso, okay. Ich habe ja zerstört. Ich war damit beschäftigt zu sterben, tut mir leid. Und die müssen nicht weg. Und 3 Mana? Okay. Hm? Die hier? Ja. Die sind zerstörbar, deswegen. Also das war ein Zerstörungseffekt, okay. Genau. Ich würde dann jetzt in meinem Endstep einen Friedhof wählen. Zeig mir mal deinen Friedhof. Ich hab da die Kreaturen. Das sind die 3 Kreaturen. So kleine.
Ja, dann pack die mal wieder auf dein Spielfeld. Vielen Dank, ja. Wenigstens ein. So, einen ganz kleinen. Ach, schütte. Warte, was? Ich darf die aussuchen, oder? Deine? Hast du keine Karte? Ich habe keine Karte. Oh, okay. Okay, weil musst du machen. Nein, sie will keine Karte. Ich will keine, aber jetzt habe ich eine gewählt. Aber vielen Dank, es ist immer schön. Ja, sehr geil. Da bist du dran. Jo. Kommt ein bisschen spät. Einfach fragen. Ich habe gerade nichts Besseres mehr zu tun. Wie viele Lebenspunkte haben wir alle? 19, 15, 41. 50? Ja. Ja, du hast 15 gesagt. Okay. Das ging vielleicht durch meinen Kopf. Wunschdenken. Dann spiele ich die Pyrexianische Arena. Zu Beginn deines Versorgungssegments ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Hm, mein Gott. Hm. Ja, hm. Kann auch in die Hose gehen, sowas. Nee, das hört sich nicht an. Bei 19 Leben? Ja, 19 Runden, also ja. Nee, und wird ja nicht nur dadurch Leben verlieren. Für zwei Schwarze, Nummer zwei Apostel, weil. Nee. Brauche ich. Die sind gerade da. Ja. Achso, ja. Und weil ich der Monarch bin, ziehe ich nochmal eine Karte an. Ach, das, die brauche ich gleich, die Monarchkarte. Nee, Versorgungssegment. Versorgungssegment. Ja. Ah, okay. Dann bist du dran. Jo. Abgib-Trigger. So, ich habe keinen Trigger, aber ich hoffe, ich krieg mal nur Scheiße gezogen, nur Mist gezogen. Ich bekomme mein Leben bitte. Okay, ich muss jetzt einmal kurz nachdenken. Die darf ich mehrmals verwenden, oder? Die, So oft, wie du das Mana bezahlen kannst. So oft, wie ich Mana zahlen kann, ja. Du hast einen Flieger und da... Wann würden die dann zurückkommen? In meiner, also... In ihrem nächsten Upkeep. Das heißt, ja. Also, wenn ich die jetzt zerstöre... Kommen sie nächste Runde kommen wieder. Meister, hast du. Gut. Also kommen die dann auch direkt wieder, weil ich bin nach dir dran. Ja, ich muss dich dann auf einmal kaputt machen, so nach dem Motto. Das klappt nicht. Wie viele Lebenspunkte habe ich gerade? 44. Das ist zu viel. Okay, dann wirke ich erstmal meine Commanderin, dann jetzt insgesamt für 6. 1, 2, 3, 4, 6. Dann habe ich noch 3 Mana übrig. Schade. Egal, ist sie da. Ja, für 3 Mana. Ja, kriege ich natürlich einen Saproling erstmal. Spielstein. Die vielen Karten. Ich muss der Monarch werden. Ich brauche eine Karte. Ja, die haben Einsatzverzögerung. Die nicht. Du hast nur 1-4. Ich frage mich gerade, ob du dir das wichtig ist, deine Leute. Eigentlich schon, oder? Ich greife die mit beiden an. Die haben beide +1/+1. Warum? Achso, nee, die nicht. Ach, die hat +1/+1, aber die hat nur eine 1-4. Mhm. Also eine 3-2er und eine 1-4er greift dich an. Dann blocke ich die 3-2er mit der hier. Die 3-2er wäre die hier. Mhm. Genau, okay. Ja, und die anderen lasse ich durch. Ja, das wären dann ein Schaden. Ich kriege die Krone. Bitteschön. Und den Mann. Ah, so. Ich möchte ja auch 3 Lebenspunkte bezahlen für diese wunderschöne Karte. Ja, die kannst du behalten. Die hat bisher nichts gebracht, also alles gut. Bei den 50 Leben, die ich habe, kann ich mit 3 nicht leisten. Nein, nein. Ich muss nämlich jetzt hier einfach nur eine Karte ziehen, oder? Ja, du darfst eine Karte. In deinem Endstep ziehst du eine Karte. Ich möchte eine ziehen. Und, du musst eine Karte ziehen, weil es kann ja auch sein, dass du gezielt nicht ziehen möchtest. Deswegen, du musst. Du hast nicht die Wahl zu sagen, ich ziehe nicht. Ich krieg dich nicht kaputt. Ich hätte vorhin lieber Engel kaputt machen sollen. Ich hab dir gesagt, du musst alleine gegen die Engel stehen. Ja. Und du wolltest nicht auf mich hören. Nee, ich war zu gierig. Nee. Scheiße, ich krieg die einfach nicht kaputt. Ich habe am Anfang gesagt, dieser Tisch wird am Ende sein Engel gegen Elfen. Das hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, das Deck hier. Das, bisher ist es ganz gut. 6 Mana müsste ich bezahlen, ne? 2, 4, 6. Ja.
Nee. Obwohl, kann ich schon mal machen. 2, 4, 6. So. Dann greife ich dich doch mit dem 3-3er an und dich mit den 9 in der Luft. Keine Responses? Ich kann nichts. Entschuldigung. Ich habe kein Mana. So, dann würde ich in meinem Endstep keine Kreatur wählen und eine Karte ziehen. Und dann bist du. Das jo. Erste. Ich verliere einen Lebenspunkt und ziehe eine Karte. Ich habe auch keine Länder wieder ziehen. Dann kommt für 6 ein Dämon ins Spiel. 5-5 Todesberührung. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, die kein Spielstein ist, kannst du eine Karte ziehen. Hm. Ja. Und die hier ist wieder eine Kreatur, weil ich eine Hingabe von 4, 5, 6, 7 habe. Ja. Zählt sie selbst sich auch mit? Ja. Hingabe zu Weiß und Schwarz. So, ah, 2, 4, 5, 7, ja. Ja. Machen werde ich aber nichts. Bin ich ja dran? Ja. Na gut. Das sieht hier nicht gut aus für mich. Sagt der mit 41 Leben. Ja. Genau, ich sag das. Ja, ist auch richtig so. Okay, dann. Also, Zenos sagt, man muss eine Kreatur wählen. Ach so? Und du darfst auch keinen leeren Friedhof wählen, um dir das zu entgehen. Mhm. Aha. Steht wohl offiziell in der Regel. Mhm. Okay, ja, dann mache ich das gleich. Ja. Oder du greifst einfach nicht ab. Hm? Das war doch, wenn du angreifst, oder? Das nein, at the beginning of your end step. Okay. Beziehungsweise musst du das jetzt nicht machen, weil das ja dann zu unserem Nachteil wäre, wenn du das jetzt nicht machst. Du hast ja angegriffen. Angreifen ändert nichts. Ach, ich mache es gleich, okay, weil sonst da. Müsste ich ja, weiß ich nicht, ja, wie okay. Oft ja, oh, gut, 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 gut. Ja, ich muss einmal nachrechnen, kurz. Ja. Wir müssen für sie eine entscheiden und sie muss für uns eine. Und für mich könnt ihr keine entscheiden, weil... Ja, aber du musst für uns halt, für einen von uns. Ja. Mhm. Alright. Vielen Dank für die... Ach, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vermutlich greifst du mich an. Ach, womit denn? Den 1-1 an? Aber weil du... Aber müssen wir genau, ich brauche die. Das bedeutet, ich greife dich tatsächlich an. Ja, ich greife dich mit ihr an und mit denen da an. Und ist mir egal jetzt. Ich greife dich auch dem an, fertig. Der bleibt zum Blocken. Die Emra ist 3-3. 1-4 und 3-2. Die ist getappt. Ich komme ein Spielstein. Ja. Okay. Do it. Ich blocke die. Scheiße. Damit ist sie tot. Mhm. Und ich ziehe eine Karte. Du ziehst eine Karte. 4 Leben. Ich krieg 4 Leben, genau. Und du verlierst 4 Leben. 1-3, ne? Genau. Ach nee, 4. 4 Leben verliere ich. Und ich bin der Monarch, oder? Ja, bitteschön. Sehr schön. Das ist Schottiger. Und die kommt wieder in die Command-Zone. Ja, die kriegt eine 3 drauf. Ich hab... Ja, Miese also. Mit der Monarchie. So, die blieben am Leben. Also, so, das hat sich für einsam Proling. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Ja. ja, für 2... 7. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gibt es hier noch eine Verzauberung?
Das war auch irgendwas mit Karte ziehen, oder? Und Schaden. Ja, und jede Runde ein Leben verlieren. Nee, als ob du die behalten darfst. Nee. Wäre sehr dankbar, wenn du es zerstörst. Du kannst einfach entspannte 14 Runden warten. Dann hast du also ich würde es schon feiern, wenn er seine Volksfälle hat. Wenn du den finalen Todesstoß gibt, würde ich das gut finden. 7, 8, 9, ich brauche. Gut, ich mache das. Ärgert mich. Ich zerstöre. Destroy Target Enchantment, create X, 1-1 Green Sapoling, create a Token. X ist der Enchantment's Mana Value. 3. Genau. Kreiere ich nochmal 3 Token. Heißt, ich habe hier 4 drauf. Ein bisschen was getan. Ein bisschen was. Genau, und für den Rest meiner 7 Mana. Nein, absolut nicht. Für den Rest. Ich darf einen Convoke-Zauber spielen. Ich habe 2 getappt gehabt. Ich convoke mit 4. Darf ich die jetzt sofort? Die habe ich ja gerade bekommen. Ja, yeah, die werden durch einen anderen Effekt getappt. Alles klar. Dann muss ich nur noch, weil ich brauche ein bisschen Mana. 1, 2, 3. Mana noch bezahlen. 3 weiße. Und spiel Hour of Reckoning. Convoke, destroy all non-token creatures. Und ich möchte noch einen Effekt auslösen. Ich habe ganz vergessen. Ich würde noch einen Token kreieren mit ihm. Bevor ich den einfach nur zerstöre. Da habe ich noch einen Saproling umgetappt. Willst du denn 3 Lebenspunkte bezahlen? Und dafür? Ist aber so schön zu fragen. Ja. Irgendwann sind alle genervt davon. Du zahlst gerade jemals drauf, ne? Ja. Jetzt habe ich noch einen Mana umgetappt, das brauche ich auch. Und hab noch 2 davon. Ist das? Okay. Gut, dann habe ich schon wieder genug Schaden verursacht. Du kriegst hier wieder meinen Endstep. Ich ziehe eine Karte. Okay, und du bist dran. Das mit dem Nerv hat mir der ersten Runde. Da liegt jetzt mal so in Zeit in Runde 3 draußen liegen. Also 2. Ja, sie muss das jetzt 3 Ja, das hat ja. Das war, was ich gerade schon vorgelesen hatte. Das so. Hat niemand bezahlt. Irgendwo, weiß nicht, 20 Schätze oder so. Da. Wenn keiner Posten ist, halt auch niemand. No. Die sind aber in deinem Upkeep ins Spiel gekommen. Ja, die haben Einsatzschätze. Aber du hast ja Boots. The Boots! The Boots! Ja, gib me a second. Wie viel Leben habe ich? 44. Wie viel Leben hat Tommy? 38. Okay. Dann würde ich doch... Die wird schon gar nicht mehr gefragt. Ich würde erstmal 1, 2, 3, 4 bezahlen für das Kosmos-Elixier. Das ist ein Artefakt. Zu Beginn meines Endsteps ziehe ich eine Karte, wenn mein Life-Total höher ist als zu Beginn mein Starting-Life-Total. Und ansonsten bekomme ich 2 Leben. Starting-Life-Total ist 40. Ich meine, ich wollte fragen, ob das Zuges draufsteht oder? Nein, ja, da steht... Gibt's ja auch. Okay. Nee, da steht Starting-Life-Total. Also wenn du über 40 bist, darfst du Karten ziehen. Genau. Dann würde ich für 1 noch die... Okay, jetzt haben wir nochmal, der Engel ist verwirrend. Jetzt habe ich es erst verstanden. Man muss etwas wählen, aber das Zurückholen ist nur May. Das heißt, du wählst was aus und dann sagst du, ich hole es nicht zurück. Echt? At the beginning of your end step, choose a creature card in an opponent's graveyard. Then that player chooses a creature card in your graveyard. You may return those cards. Ja. Das heißt, du kannst sagen, pass auf, ich suche dir das aus, dann schick du mir das Richtige wieder und dann kriegst du deine auch wieder. Politik. Ja, ich verstehe. Dann würde ich ein farbloses bezahlen und eine Commander's Plate spielen. Das ist eine Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur bekommt +3/+3 und hat Schutz vor jeder Farbe. Ich habe Schutz vor allen Farben außer Weiß. Okay, ja. Aber nur die Kreatur. Ne?
Den Commander auszurüsten kostet 3, ansonsten kostet es 5. Das war eine starke Karte. Das ist eine starke Karte. Und dann würde ich... Ansatzverzögerung hast du? Nein, die hat Haste. Ach, The Boots. Ich will die Equipment gar nicht mehr haben. So. Der greift mich immer nur an. Wie viel Damage machst du? 5. Ach du Scheiße, ja, jetzt wird's knapp hier. Wie viel hast du jetzt? 33, du hast 44. Ja, es wird knapp. Ja. So, ich in meinem Flieger. Endstep ziehe ich erstmal eine Karte. Trigger vom Elixier. Trigger vom Elixier, ich ziehe noch eine Karte. Ach du Scheiße. Dann wähle ich in einem Opponent. Darf ich mir mal deinen Friedhof angucken? Dann kann er sich in der Zeit schon mal seinen Friedhof angucken und dir sagen, was er dir anbieten würde. Ja, eine. Ja, aber trotzdem ist es halt. Achso, du hast nur eine. Ja. Und das ist die, du kriegst mal Leben, ne? Mhm. Für Länder. Ja. Mhm. Jetzt mache ich immer ein gutes Angebot, damit du dein Live-Game wieder hast. Die nehme ich gerne. Die kommt aufs Spielfeld. Ach, aufs Spielfeld? Ja, genau, die kommt direkt ins Spiel. Die kommt direkt ins Spiel. Habe ich ja wieder Hoffnung. Das ist ein guter Deal gewesen für euch beide. Ja. Ja. Dann bist du dran. Oh Gott, die ist doch nerviger. Ich hätte sie ausnehmen sollen am Anfang. So ein Mist. Ja. I told you so. Aber ich hatte wirklich, ich hatte das Gefühl, dass also es wäre bei mir aber auch hinausgelaufen, wenn ich die entsprechenden Karten bekommen hätte, irgendwann, dass ich halt gewinne, einfach fertig. Einfach. Ja. Also es wären. Weil einfach ist. Es wären Infinite-Kombos gewesen. Ja, okay. Darauf beruht das Deck hauptsächlich. Wir sind Drain am Anfang. Irgendwie hatte ich sowas im Gefühl gehabt. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Es hat, laut Online-Rechner ist das eine 9. Mhm. Oh, okay. Dann hätte ich doch Tivit spielen. Ich habe nur die richtigen Sachen nicht gezogen, ist das Problem. Aber so ist halt Magic. Who cares? Es kommt erstmal die ganzen Apostel wieder rein. Jetzt hast du langsam 6, oder? Jetzt habe ich so langsam 6, ja. Muss man jetzt wieder kaputt machen, bevor da was passiert. Er hat 9 anstatt 6. Ja. Nur weil ich jetzt damit mache, ist auch so eine Frage. Die haben alle Einsatzverzögerung. Außer. Das ist egal. Ich kann die auch opfern. Opfert sie einfach. Mhm. Darum geht's ja. Das will er ja tun damit. Ich werde jetzt auch opfern. Für ein Schwarz und 6 Leben. 6 Leben? Du zahlst 6 Leben? Nee. Achso. Ich dachte jetzt gerade. Ich möchte 3 Lebenspunkte bezahlen. Das kannst du mich jetzt 6 Mal fragen und die sag einfach ist ja. Antwort ist sag nein. Ja. Frag ihn doch, ob er seine, von seinen 33, 36 zahlen würde. Würde ja anscheinend bezahlen. Nein. Na, hätte ich 44 Leben, ja, aber doch nicht, wenn ich 33 habe. Mhm. Dann kann ich mir einen Dämon raussuchen. Das hast du jetzt davon. Jetzt kann er einen Dämon raussuchen. Wie viel Zeit haben wir noch? 19. Ich habe noch 19 Minuten. Welche Plattenrüstung? Welche Plattenrüstung? Die Commanders. Ach so, okay. Platte. Ja. Was ist damit? Die kostet so viel wie das Elfendeck alleine. Echt? Oh, ich wusste nicht, dass sie teuer ist. Ich glaube, in einem Zirkulärart, glaube ich, ist halt teuer. Ach, das ist ja teuer. Ach so. Jo, dann kommt Razakev rein. Ist fliegend 8-8, verursacht Trampelschaden. Wenn ich 2 Lebenspunkte bezahle und eine andere Kreatur opfer, kann ich meine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen und auf meine Hand nehmen. Jetzt wissen wir hier zu gefährlich. 14 Lebenspunkte, wie kriegt man die weg? Das geht, glaube ich, ganz schnell. Nee. Na ja, doch, Herr Blocker noch, ne? 8-8er Flieger, ne? Hm. So. Und dein Commander ist auf deine Kreatur, du hast genug Hingabe. Ja, die ist hier. Und dann kommen wieder meine Apostel, die ich gerade geopfert habe, wieder rein. Damit passt die Hingabe auf jeden Fall. Damit passt die Hingabe. Ja. Okay. Mhm. Okeli dokeli. So ungefähr. Dann bezahle ich 2 Lebenspunkte und opfer eine Kreatur. Ich möchte Lebenspunkte bezahlen. Ja.
Gut. Endlich! Es muss ja mal ein Ende haben. Ja, ich habe auch schon mal irgendwo 3 bezahlt, damit ich einen wegbekam. Also auch klar, sehr gut, auf Potsdamer Linie hat, weil ich einfach wieder opfert und sich den nächsten Dämon sucht. Ne? Das ist das Schöne mit Atreus. Wenn man die Opfer, kann man die im besten Fall wieder zurücknehmen und aufspielen. Das Durchsuchen dauert immer lange. Ja. Also ich bin hier gerade stark zurückliegend. Willst du gleich noch was raussuchen? Überlege ich gerade, deswegen... Weil dann spare ich das Mischen. Dann theoretisch noch... Ja. Wenn die kein Leben bezahlen, noch 3 Mal searchen. Ach du Scheiße. Ich überlege gerade. Kostet aber jedes Mal 2 Leben, ne? Ja. Ja, ich mache noch einmal. Nee, ich dachte eher an einen Dämon raussuchen. Ich werde jetzt noch so aufmachen. Ich bezahle nochmal 2 Lebenspunkte und Opfer. Habe ich so 3 Lebenspunkte bezahlt? Ja. Sehr gut. Ja. Oh, die sind, das ist zu stark, wirklich. Okay, muss man davon ein paar kaputt machen. Irgendwie. Machst du noch aber was? Aber er hat 2 rausgesucht. Danach mache ich noch was. Das ist viel zu stark jetzt schon. Ja, ich habe auch nicht so spannende Karten in der Hand. Ja, der Zeno schreibt auch, dass das ein Fehler war. Du hättest da einmal 36 Leben mehr opfern sollen. Ja, also den Gratwanderer da wieder rauszuholen war schon... Ja. Das zu erlauben war halt fies. Ja, aber der andere war noch fieser. Der hätte so einfach auf deinen Engel verzichtet. Dann wären keine von beiden ins Spiel gekommen. Das ist alles die Gier. Ja. Das ist immer die Gier. Ich bin der Monarch, ich muss gierig sein. Du bist noch der Monarch, meinst du? So, ach, das ist dann richtig. Bezahle ich 3 Mana für Ashnots Altar. opfere eine Kreatur. Was ist das? Opfere eine Kreatur, erzeuge 2 Mana. Mhm. Dann opfere ich die hier. Möchtest du? Ja. Das muss aufhören. Bis auf 35 runter. Mhm. Krieg ich gleich 2 Leben dazu. So. Habe ich 4. Wenn es so weit noch kommt. Und für 4 spiele ich Todespakt. Wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, opfert jede andere eine Kreatur. Aha. Und jetzt darfst du 6 Stück der Opfern und du dürftest die doch alle opfern, oder? Mhm. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Kommen wir überhaupt noch dran? Ja, da kommt er doch noch dran. Wir kommen noch dran. Der Sportwart durchhalten wir jetzt. Ja, ich glaube, das war's dann. Aha, Instant Speed. Das war's dann. Gehe ich weiter. Und ich sehe, dass du 8 Kreaturen hast. Sehe ich das gerade richtig? 6, ja. 7. 7. Ah, 9. 9? 9. Ach, die 2. Eine ist ja auch, ja, 9 Kreaturen. 2, das bedeutet, 4, 9 Kreaturen, 8, 8, 8. Heißt ich, okay, ich hab nicht, naja. Kriegst du irgendwie noch Lebenspunkte? Hast du irgendwas mit Lebensverknüpfung oder so? Problem ist, in dem Deck kriege ich keine Lebenspunkte. Okay. Das ist nicht darauf ausgelegt. Ja, jetzt kommen wir mal auf das Herz der Karten. Natürlich ich schwachsinnig. Nur 2 oder 3 gehen wir vielleicht. Weißt du, was viel mehr triggert als keine Sleeves? Hm? Lände die vom Kopf. Ja, er tappt die ganze Zeit links, rechts, links, rechts. Ich muss jetzt einmal, das sind 5, so, da habe ich weniger Karten hier auf dem Spielfeld. Ich muss kurz überlegen, wie ich hier noch ein bisschen das Ruder reißen kann. So. Erstmal konvoke ich für, ich kann noch eine Runde überleben. 6 konvoke ich. Und dann bezahle ich erstmal 3 Mana. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 übrig. Und noch ein zusätzliches. Gut, und spiele March of the Multitudes. Convoked, kreiere X 1-1 weiße Kreaturenspielsteine mit Lifelink. Das waren dann jetzt minus 3. Ich habe 6. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 10 minus 3 heißt 7 Stück insgesamt.
Hätte vielleicht alle reinhauen sollen. Soll ich dir so einen größeren Würfel geben, dass du deine... Das passt schon. Okay. Ja, das sind 7. Und für 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich noch Gott sei Dank richtig gezählt. Das wäre jetzt sonst blöd gewesen, hätte ich nicht falsch gezählt. Ja, spiele ich Collective Unconscious. Ziehe eine Karte für jede Kreatur, die ich kontrolliere. Das wären dann 7 plus 6 sind dann 13 Karten, die ich ziehe. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, gut, ja. Habe ich schon mal da gelegt? Ja, habe ich. Hast du schon? Ja. Mhm. Er hat die Ebene ausgespielt, die er gezogen hat. Ah, hast du mir schon 3 Leben gegeben? Ich habe vergessen, dass er irgendwann wieder im Spiel ist. Ja, ich kann nichts machen. Ich würde mir noch einmal kurz die durchlesen und die dann abwerfen, wenn das okay ist. Ich muss mal 1, 2. Du hast da noch eine liegen. Ach du Scheiße. Ja. Wenn jetzt meine Verzauberung noch ein Spiel wäre, für jede Karte, Friedhof geht 2 Leben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das bedeutet, ich muss 7 ablegen. 1, 2, 3, 4. Ich kann schon mal weitermachen. Genau. Da ist ja nichts, was irgendeinen Effekt hat. Ich glaube 4 Stück. Endstep, Endstep. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Also ich muss 4 extra bezahlen, ne? 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Eine muss ich noch abdecken. 8. Ich spiele noch ein Land aus. Und dann zahle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde gefragt, 7. ob ich mit unsichtbaren Hüllen spiele. 8. Genau. Und spiele sie? Nee, ich spiele mit gar keinen Hüllen. Er ist ein Barbar. Ja. Dann spiele ich für 1 noch Serra Ascendant, ist 1-1, Lifelink. Und solange ich 30 oder mehr Leben habe, kriegt sie +5/+5 und hat fliegend. So. Dann würde ich in meinen Angriff gehen. Wie viele Leben hat, wie ist dein Name noch? Elias. Elias. 10. 10? Ja, du bist raus. Nee. Ach stimmt, der fliegt ja. Nee, nicht nur das. Wieso? Er fliegt noch nur einer, oder? Ja, aber er setzt gleich einfach Kreaturen in seinen Altar und du musst Kreaturen opfern. Das heißt, wenn du jetzt Angriff deklarierst, dann Opfer, dann lässt er dich ja Kreaturen opfern. Ach so, das kann er jederzeit machen. Okay, das ist Instant Speed. Ach so. Er hat quasi einen Trigger die ganze Zeit in der Hand. Ja, aber du kannst wie viele nur maximal 9 opfern, oder? Ja. Ja, dann kann ich ihn töten. Aber dann tötest du mich. Hm. Aber er ist noch dran. Also welche Karte muss man wegmachen? Die. Der da, okay. Ja, das kann ich. Glaube ich. Also entweder den Altar oder... Oder den Altar, genau. Das Grave Pack wäre halt auch was, was in der Combo zumindest funktioniert. Ich habe halt auch nichts, was... Jetzt so ein Farewell. Ja, das wäre geil. Wäre möglich gewesen, aber da wollte jemand nicht. Ich bin jetzt Dämonenfreund. Dämonen! Sehr schön. Habe ich ihn mit Lifeling geholt? Ich glaube schon. Ja. Aha, okay. Na gut.
Ich bin sehr unentschlossen. Was machen wir jetzt, Tommy? Er ist zu stark. Das und man weiß nicht, was er gleich macht. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Ich meine, du bist jetzt, du hast viele Flieger. Ich kann nichts gegen dich machen. Ich habe nur, ich kann ihn blocken. Nein, aber mit einem 1-1 sein, das bringt nichts. Wie viele Lebenspunkte haben wir so insgesamt? 10, 33, 38. Aber du kannst ja auch gleich opfern. Ich kann die jederzeit opfern, ja. Wenn ihr den Altar nicht wegbekommt, dann kann er sie halt zu jedem Zeitpunkt. Also ein Artefakt zerstören. Wäre es, ja. Ich hab nix. Der ist leider nicht in meinem Deck. Der kostet 3 Mana. Also ich hab bestimmt noch was in meinem Dings, aber dafür muss ich erstmal ziehen. Greife ich ihn trotzdem an, dann macht er eine Kreatur von mir kaputt und dann. Die kommen danach bei dir danach wieder. Aber nicht an. Die beiden. Gepaart, ja. Sind die wieder gepaart? Und ich würde dich auch unterstützen, dass er diese. Die sind doch weg gewesen und kommen wieder rein. Gleichzeitig. Das heißt, wenn die gleichzeitig reinkommen, hat der eine kein Ziel, um den anderen zu bounden. Das ist jetzt mal eine Einmalmechanik. Aber ich kann die ja wieder verbinden, wenn die wieder reinkommen. Aber das ist so ein ATB, okay. Oder nicht? Ja. ATB der mit dem Soulbound? Wenn das im Chat die Erklärung. Nee, der lacht über meine. Nee, wir hatten das irgendwo im Chat stehen, aber das ist zu weit oben. Komplizierte Karte. Ich kann mir vorstellen, dass wenn beide gleichzeitig halt sterben, dass. Du könntest jetzt einen anderen, du brauchst einen anderen Soulbound-Partner, oder nicht? Du kannst ja wen anders aber auswählen. Soulbound ist doch ATB, oder? Kronos, bitte hilf uns. Kronos. Ansonsten ruf ich einen Judge. Spielt erstmal dann. Dann gucken wir. Das ist erst in deinem Abgeben, genau. Würde das passieren. Bis dann noch Zeit. Wenn überhaupt noch so lange die Runde geht. Ja, also ich würde dich mit den beiden mal angreifen. Mhm. Der war die ganze Zeit so ruhig und jetzt ist er mit 10 Lebenspunkten ganz vorne. Ich überlege aber gerade. Das ist doof. Das ist ganz doof. Naja, gut, du hast einen Flieger zum Blocken. Ich glaube, ich block auch nur den 5-Fünfer mit nach 8 und die anderen 4 nehme ich. Okay. Jetzt bin der erstmal für soziale 6. Arena. 6, jetzt würde, muss oder? Irgendwas mit irgendwie. Dann komm, 6 Lebensburg, genau. So, in meinem Endstep. Kriegst du 2 Leben. Kriege ich 2 Leben. Zieh eine Karte. Zieh eine Karte. Ach guck mal, mein Bruder ist auch da. Nee, ich fahre nachher nach Münster zurück. Ich komme nicht nach Borken. Also, dass wir wieder ins Spiel kommen, ist klar. Die Frage ist, Soulbound, triggert das auf ATB? Weil dann wäre die andere Kreatur noch nicht. Ich wähle eine Kreatur von dir. Ich habe keine Kreatur, die kommt nicht ins Spiel. Ja, was soll ich denn damit? Aber du könntest überlegen, weil ich könnte den einen. Naja, wenn du es nicht möchtest, dann geht das nicht. Kann, zeig mir mal. Ich guck mal eben, ob es irgendwas gibt, um den rauszuschießen, aber ich glaube nicht. Naja, nichts, um den rauszuschießen. Ja, zeig mir mal, bevor wir. Ja. Das ist ein Enchantment. Was macht die in dem Deck? Gut, aber während ihr das noch kurz aufkommt, können wir weiterspielen, weil Zeit und so. Ja, dann dein Zug. Ja. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei nur noch 5 Minuten oder so. Mhm. Dann ist es boah. So, kommt direkt zu einer Schlosse raus. Ja. Ich
Aber ich mache das so, ich bezahle wieder 2 Lebenspunkte, opfer eine Kreatur. Dann müsst ihr jetzt auch alle eine Kreatur opfern. Möchtest du 3 Lebenspunkte bezahlen? Du darfst dir das aussuchen? Ich darf mir scheiße. Spieler aussuchen. Wie viele Leben? 40. Ja. Ich hätte sonst auch gemacht. Und ich suche mir eine Karte raus. Meine. 4 Lebenspunkte nur noch, ey, wenn du damit gewinnst. Das ist ja dann ein verrücktes Spiel. Mhm. Also ein Kollege von mir würde sagen, es sind immer noch 3 Lebenspunkte mehr, als man braucht zum Gewinnen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ach, Grüße an Frank, du würdest sie hier irgendwann sehen. So, Tommy, die wichtige Frage ist, hast du dich entschieden, was du essen willst? Ich habe gesagt, ich fahre nach Münster zurück. Genau. Ja. Die wichtigen Fragen, die wir gerade vermissen. Muss heute nach Münster. Dann kommt ein Land ins Spiel, habe ich mir ausgesucht. 3 Leben bitte. Für 4 Mana und auf Tap. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung und ach, Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Okay, jetzt wird also ein Duo. Irgendwas muss ich tun. Ja. Was habe ich eigentlich gezogen? Ich habe noch gar nicht geguckt. Achso. Hm. Nee, kann ich gar nicht machen. Ja, ich glaube, das war es dann erstmal für den Zug. Na gut, ich mache hier einen mehr. Deswegen mache ich die weg. So. Das nervt euch ja. Zack, zack. Ich mache das recht. So. Karte ziehen. Und jetzt mein letzter Zug wahrscheinlich. Wann darf ich irgendwen irgendwie opfern? Jederzeit, okay. Oder? Wenn da steht, opfer eine Karte, kannst du es immer okay, machen. Ja. Ja, du kannst nicht einfach sagen, ich opfer die jetzt. Und ja. Muss halt die andere Karten sagen. Ich brauche jetzt erstmal das, was ich gerade hatte. Mana. Weggeschmissen. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist zu wenig. Zu wenig, Mana. Zu wenig, Mana. Wir sind wieder Soulbound, ohne für den Nachmittag reinkommen. Sind wieder. Hm. Du hast quasi erst in einen reingeschickt, dann den Soulbound, damit sind beide wieder Soulbound gewesen. Also kommen gleich wieder. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, danke. Also sind sie eigentlich... Ich muss jetzt einmal rechnen. Also ich muss dich angreifen mit... Wie viele Blocker hast du? Ich? 1, 2, 3. 3 Kreaturen. Und du 9. hast? 9. So, das bedeutet, ich brauche bei dir nur einen. Hm. Und bei dir dann... Ja, dann sehen. Dann müsste ich eigentlich gewinnen. So, mal gucken. Gewinnen? Ja. Wie viel Leben habe ich? 40. Nein, weiß ich nicht. Erstmal für... Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das in meinem Kopf halt so vorstelle. Das sind 5 Mana. Ich habe viel zu wenig Mana. Okay. Also das ist ein 6-6er, ne? Nur so zu... Ja, ja, okay. Gut. Ja gut, kommen alle. Ich tapp dann erstmal. Das ist auch im Commander so. Ja. Es gibt auch diese eine Kreatur, das ist ein weißer Mönch, der kostet 1 Mana. Mhm. Und wenn du mehr als, glaube ich, auch 30 Leben hast, wird er zu einem 5-5er, glaube ich. Das heißt, Commander Turn ist halt ein 5-5er. 1, 2. Ja, weil es gibt nämlich auch zum Beispiel eine Kreatur, die sagt, 4, wenn man beim 5 Abkeep 40 Lebenspunkte oder 30 hat, dann gewinnt man das Spiel. 40, das 40 ist eine Katze. Ja, ja. Die habe ich in meinem Katzen- und Hunde-Deck. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe 5 Mana getappt. Aber sind nicht 50 Lebenspunkte? 50, glaube ich auch, ja. 5 Mana getappt. Also sonst wäre sie halt gebannt in Commander. Ich spiele eine Sorcery, Creatures you control get +3/+3. Tommy wird verlieren, du wirst nicht gewinnen. Endgain, Trample. Also ich bekomme jetzt, alle kriegen +3/+3 und haben Trample-Schaden. Mhm. Genau. Und dann, ja, spiele ich noch eine, nochmal eine Verzauberung. Kreaturen, die ich kontrolliere, haben +2/+2. Also die haben jetzt alle +5/+5, Trample-Schaden. So, und dann teile ich jetzt auf. Wie viele Blocker hattest du da gehabt? 9. 9. Ich habe keine Ahnung, ich greife dich mit da an. Nein. Wie viele kannst du jetzt, wie oft kannst du diese Mechanik machen mit
Opfern etc. Theoretisch 9-mal. Aber praktisch ja nur 3-mal. Nee, weil praktisch auch 9-mal, aber ob ich es tue, ist halt die Frage. Sein Altar opfert für Mana. Er verliert kein Leben. Ah, er verliert kein Leben. Okay. 9-mal. Mhm. Heißt, ich muss dich mit 11 angreifen. Theoretisch. Ja, ich greife dich mit, erstmal hier, das sind 8 drauf, ich greife dich mit 8. Plus 3 davon, aber das bringt dann auch nichts. Was, ich greife dich mit allen an, komm. Raus mit dir. Ja. Da kann ich, glaube ich, auch nicht viel gegen tun. Naja, du könntest... Aber jeder Spieler muss dann ja... Alle haben Trampeln plus 5 plus 5, also 6, 6, alle Trampelschaden. Mhm. Ja. Ja, kann ich nicht viel machen. Hätte ich dich angreifen sollen vielleicht. Naja. Sie zumindest noch alles zerstören. Ja. Damit er keinen Life und so bekommt. Mhm. Das werde ich dann wahrscheinlich auch tun müssen. Dann opfere ich 9 Kreaturen. Müsst ihr alle 9 opfern und ich sterbe. Ich nehme... Schiebst du alle in den Altar rein, ne? Ja. Ich opfer 4 von meinen Saprolingen und dann noch 5 davon. Dann sind hier... Also müssen alle opfern, also ich auch. Ja. Ah Mann, was soll das? Haben den zweiten Spieler rausgehauen. Wumms. Und dann... 18 Leben kriege ich noch dazu. 18 Leben. Dann bin ich dran, ne? Wie? Und jetzt haben wir den wir letzten... Wir sind in Turns, genau. Ja. Scheiße, jetzt kriege ich dich noch nicht mal kaputt. Ja, ich hätte dich vielleicht mit 3. Das wäre ja... Ach, das ist ein Enchantment? Das ist kein... Ja, ja. Okay. Dann ziehe ich eine Karte. In meinem Upkeep kommt erst er wieder ins Spiel, dann kommt er ins Spiel und die sind wieder soulbounded. Wenn das stimmt mit diesem soulbounded. Ja. Dann spiele ich noch ein Land. Danke, danke, ja. Huch. Ich gebe dir mal die Krone zurück, die rutscht mir gerade die ganze Zeit runter. Ich hätte vielleicht, das wären 18 Schaden auf sie gewesen. Hätte ich die dann besser rechnen sollen. Dann würde ich 1 bezahlen und an denen schon mal die Boots andingsen. Was hast du gemacht? Ich habe die Lehmann abgezogen, damit da ein Müll steht. Und dann würde ich doch noch 1, 3, 5 bezahlen und den noch da dran equippen. Das heißt, der ist jetzt 8-8 und hat Schutz vor allen Farben außer Weiß. Also weißer Soul, aber der fliegt ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist gut. Ah. Schade, das kommt nicht mehr zum Tragen, aber ist egal. Dann würde ich dich doch mit 8, 8 in der Luft angreifen. Ja, kann ja nichts machen. So, ich muss jetzt 40. Okay. Am Ende meines Zuges. Achso, ich kann noch übrigens für 4, auch wenn es nicht mehr so viel bringt, noch so einen Engel spielen. Der ist 3-3 fliegend. Der hat Leutnant. Wenn ich meinen Commander hätte, ist ja jetzt egal. Dann darf ich noch eine Karte ziehen. Noch eine Karte. Bist du immer darf noch eine Karte ziehen. Bist du noch Dings oder? Ja. Es war blöd, dass ich die 3 nicht auf dich schickte. Oh, scheiße. Und, ich darf mir eine Kreatur aussuchen. Ich suche mir irgendeine aus. Und die willst du nicht wiederholen lassen? Ja. Gut, bin ich dann dran? Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt noch gewinne. Ich habe Blödsinn gemacht mit meinen 3 Kreaturen. Okay. Was war das nochmal? Schutz vor allem außer Weiß. Ja. Aha. Das macht nichts mehr. Der Monarch macht eigentlich auch nichts mehr. Du musst jetzt 40 haben. Ja. Irgendwie. Ey, das ist jetzt schwierig. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. 40 Schaden, das bedeutet, er muss 10 machen. Ich kann 2 blocken. 2 blocken, ja.
Und ist das jetzt richtig, dass jedes Mal wieder zwei Kreaturen reinkommen? Ja, steht okay. Da drauf. Habe ich gerade eine Karte gezogen? Ja, habe ich. Ja. Zwei kannst du blocken. Mhm. Okay, ich wirke erstmal für zwei Mana. Zwei Mana. Mach mal den hier weg. Erstmal den hier. Also Selenia Guildmage. Für vier, für drei Neutrale und ein grünes kann ich einen Saproling erzeugen. Und für drei Neutrale und ein weißes kriegt jede Kreatur von mir +1/+1 until end of turn. Gut. Der hat Einsatzverzögerung. Ja, aber nicht die Fähigkeiten. Nein. Genau. Ja, dann kriege ich das 1, 2, 3. Das ist zu schwach. Und dann wirklich noch für 3 Mana. 1, 2. Ne, 1, 2, 3. 3, so, die nehme ich weg. 1, 2, 3 Mana. Wirklich noch. Dauntless Escort. Wenn ich den opfere, bekommen alle meine Kreaturen Unzerstörbarkeit. Bis zum Ende des Zuges. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Was mache ich denn dafür? Ach komm, ich mache einfach das. Damit du keine Lebenspunkte bekommst. Für 2 Mana. Ja, genau, für 2 Mana. Wirklich noch. Oh, falsche Person, Entschuldigung. Für 3 Mana kostet die. Da habe ich noch 2 Mana übrig. Reclamation Sake, wenn dieser ins Spiel kommt, you may destroy Artifact or Enchantment. Ja, ich zerstöre dann das Artefakt. So, war vielleicht blödsinnig, aber egal. Ja, dann greife ich an, oder? Meine drei greifen nicht an. Das sind dann jetzt 2, 2, also +2/+2, das sind also 3 Dreier. 3 mal 3 Dreier mit Lifelink. Ja, block ich ein. Das sind 6 Schaden. Ja, einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich mache aber schon mal die 9, weil das passiert ja eh. Also wie ist das? Kommen die jetzt, kommen die Wieger, wenn die nur auf den Friedhof gelegt werden? Es ist völlig egal, nach dem Zug ist vorbei. Genau. Ach so. Das sind Turns. Ah, Entschuldigung. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, dann kann ich ja mein Mana ausgeben. Dann blocke ich noch eins, genau, und dann exile ich die Kreatur. Ja. Ja, dann kriegst du noch 9. Dann kriegst du 3 Leben weniger. Genau, ja, es macht dann ja nichts. Weil nee. Geblockt bleibt geblockt und Nadine kriegt 6 Damage. Dass er erst auf ihren Blocker deklarieren reagiert. Ja, ist ja okay. Gut, dann ein Duo zwischen euch beiden. Ja. Was ist das? Achso, wir teilen uns die Punkte vom zweiten gut. Und vom ersten Platz. Ja, ist schön gespielt. Gut. Ja. Vielen Dank. Wie angekündigt, Engel gegen Elf. Ja, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß, zumindest ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, wir hatten auch Spaß. Ja, ich möchte nicht für euch reden, ihr dürft selber sprechen. ja, und dann bleibt die Erinnerung, wenn ihr auch mal Lust habt mitzuspielen, kauft euch Tickets, kommt hier vorbei, spielt mit. Es gibt verschiedenste Sachen von Commander in Magic über die ganzen anderen Kartenspiele und andere Magic-Formate. Schaut auf der Seite nach und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, ciao.